Innerhalb der Formel unschwer sehen können, verbindet man noch heute den massenweisen Einsatz des sogenannten Erbschaftspulvers hauptsächlich in zwei Dynastien, den Medici und den Borgia. In dieser Ära wurde der schleichende Giftmord durch regelmäßige Verabreichung geringer Dosen erfunden. Auf diese Weise zeigte der Vorkoster zumindest zeitnah keinerlei Symptome und starb allenfalls zeitgleich mit seinem Dienst. Schön war allerdings, dass man sich durch diese langsame Bewegung seine Todesprobe aussuchen konnte. Ja, tote Mönche, schwarze Finger und ein verbotenes Buch. Also, das Arsenik-Boom in der Lehre des Francesco de Medici könnte allerdings auch nur beweisen, dass er sich als Polymorphinist von Eigenarten kontaminiert haben könnte. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle die berühmteste Giftmörderin Frankreichs vorstellen. Mesdames et Messieurs, die Marquise de Brinvilliers und das Erbschaftspulver oder wie schaffe ich in meine Familie vor? Wolfgang Amadeus Mozarts letzte Worte am 5. Dezember 1791 lauteten: Der Geschmack des Todes ist auf meiner Zunge. Ich fühle etwas, das nicht von dieser Welt ist. Das Frauen allerdings häufiger mit Giftmorden als die in der Mordstatistik insgesamt weit führenden Männer, ich wiederhole, die in der Mordstatistik insgesamt weit führenden Männer, ist nicht. Mit dieser Mäusebutter, oder auch damals Ratzenkraut genannt, tötete Gesche Gottfried 15 Menschen, darunter ihre Kinder, Ehemänner und Eltern. Man nannte sie sogar den Engel von Bremen, da sie sich allzu rührend um ihre dahinsiechenden Verwandten und Freunde kümmerte. Ein fataler Zuschuss. Das war der Giftmord aus Mitleid. Von netten Reizen in alten Damen verübt, die alleinstehende Herren vor der Altes Einsamkeit. Trotzdem muss man einfach sagen, warum ist echt saugeil. Mit einer heißen Stricknadel öffnete die Mörderin Cognac-Pralinen und ersetzte den Alkohol durch E605. Danach schrieb sie das Loch mit heißer Schokolade fein säuberlich wieder zu. Die Natur und ihre Chemie in dieser Form zu missbrauchen zeugt eindeutig